Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Lokführer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge in Trains and Bird. Ja, wir haben ja diesen Waggon schon mal gesehen, so ein Mint-Farben. Und dieses Mal haben wir jetzt Orange. Ist die gleiche Tour, aber eine andere Zeit. Ja, so sieht's aus. So, ja, komm, lass uns das einfach mal alles wieder einschalten. Wir müssen nach Hagen fahren und bisschen habe ich ja gelernt, ne? Ein bisschen, ein klein bisschen, dass wir hier ein paar Einstellungen machen müssen. Hagen Hauptbahnhof, wir sollen um 21 da sein. Okay. Hier sind wir falsch. Wir wollen ja SIFA anmachen. Fahren. Und dann machen wir einen Schlüssel hier rum. Und wir haben rot. Nein, das ist nicht toll. Ja, gut. Fahrtrichtungshebel und wir fragen mal an. Was ich jetzt gemacht? Oh, ich habe überall die Tür noch gemacht. Das wollte ich gar nicht. Alles verriegeln. Wir fragen mal im Stellwerk an. Mit begrenzter Geschwindigkeit. Gut. Dann fahren wir mal langsam los. Ich glaube, man darf dann nur 10 km/h fahren, oder? Ist das richtig? Ja, wenn wir es jetzt nicht machen, die ganze Zeit hier nur stehen, kommen wir auch nicht weiter. Ja, ein bisschen langsam. 10 km/h versuche ich. Über das Signal und dann werden wir ein bisschen schneller fahren. Aber ihr seid ja auf jeden Fall die Fachleute. Ich bin ja, wenn nur jemand, der mit dem Zug mitfährt. Und ich dachte mir, okay, ich will jetzt einfach mal diese Lackierung hier auch nochmal fahren. Wir haben ja schönen Sommertag. Dann werden wir langsam die Geschwindigkeit erhöhen. Weil wir müssen ja um 21 da sein. Wir haben jetzt 17. Oh, SIFA. Sonst kriegen wir wieder Meldung. Ach, es sieht einfach nur hübsch aus. Ja, wir werden definitiv auch mal wieder ein paar Livestreams machen. Ich habe jetzt einfach, um nicht aus dem Konzept hier bei der Bahn zu kommen, will ich immer mal wieder mich hier dahinter setzen und dann einfach mal eine Folge aufnehmen. Ich hoffe, ja, das stört euch nicht. Wir werden definitiv aber noch ein paar Livestreams machen. Gerade wenn jetzt so neue Strecken kommen, dann wird es auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Hoffen wir doch. Ich höre hier irgendwie noch einen anderen Zug, aber doch nicht so. Okay, wir sind zu schnell. Wir müssen mal ein bisschen langsamer. Ah. Lassen wir mal ein bisschen rollen. Und dort hinten können wir 100 fahren. Okay. Oh, ja. SIFA. Das ist gut. So, 100 km/h in 700 Metern. Ich fühle mich eigentlich in solchen Triebwagen ganz wohl. Ist jetzt hier nur so ein kleiner Vertreter, aber kann man mal machen. Oh, da ist die Kamera aber doof. Ah, war jetzt nicht so dolle, ne? Okay, wir können gleich wieder richtig Schubrakete geben. Auf einer wirklich doch sehr hübschen Strecke, ne? Gibt ja einige von euch, die ja hier aus der Region kommen und die auch regelmäßig mal mit der Bahn fahren. So, wir müssen auf jeden Fall nicht geradeaus fahren. Wenn wir hier gegen den Prallbock fahren. So, jetzt aber. Beschleunigen. Ein bisschen schneller hier. Ach, schön. Ja, schön. Gut. In 2,2 Kilometern müssen wir sowieso anhalten. Die Geschwindigkeit nehme ich jetzt mal raus.
weil gleich wieder 90 ist. Wir haben Gefälle. Muss ich wahrscheinlich dann irgendwann jetzt die Bremse benutzen. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, dass ich hier so lang gefahren bin. Ah ja. Gewinne ich denn eigentlich wieder Strom zurück bei den Zügen heutzutage? Oder ist es bei der Baureihe noch gar nicht so? Würde mich mal interessieren. Ja, gerade wenn ich jetzt den so laufen lasse, einfach so rollen lasse, ob da irgendwelche Stromgeneratoren denn noch Strom irgendwie zwischenspeichern. Oder wie sieht es aus? Ja, da vorne kommt schon der Bahnhof. Jetzt nochmal Gas zu geben, ist sinnlos. Wir haben... Ja, ja. Man merkt schon, es ist schon 21. Wir kommen ein wenig später an. Na, es gibt Punktabzug hier. Darum müssen wir versuchen, dort vorne so schnell wie möglich... Ja, zu bremsen, also ein bisschen hart zu bremsen, ne? Ah, komm. Okay. Ja, schauen wir mal. Es ist zwar 21, aber... Ja, mit hart bremsen wird da nichts. Vorsicht bei der Einfahrt. Vorsicht bei der Einfahrt. Stehen! Gut, alles klar. Rechts entriegeln. Bremse entriegeln. Hier. So, dann. Attacke hüben, meine Freunde. Wir stehen hier. Ich denke mal, den Punkt hätten sie auch weiter nach vorne setzen können, weil jetzt müssen die ganzen Leute hier nach hinten latschen, um einzusteigen. Wir sehen das hier. Naja, dann... Das ist aber... Normalerweise würden sie ein bisschen schneller laufen, ne? Los, los! Zack, zack! Guck mal hier. Der hat ja einen kleinen Pullover an wie die hier. Die werden sich jetzt bestimmt wahrscheinlich im Waggon richtig böse angucken. Wieso hat die das gleiche an wie ich? Ich habe ihre Shopping Queen gesehen, wa? Oh, los. Schritt aufnehmen hier. Linkswo, 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 3, 4. So, wir schließen gleich die Türen. Ja, wir werden sie jetzt verschließen. Der ist jetzt drinnen. So, Türen verriegeln. Ja, kommst du wohl zu spät, ne? Locke. Oh. Bisschen zu schnell. Gleich hier auf 180 hier gemacht. So, um 33 sollen wir da sein. Im Hagen Hauptbahnhof. Ist ja der nächste Bahnhof, den wir jetzt anfahren. Das ist eine schöne Strecke, um hier einfach mal ein Video zu machen. Es sind jetzt nicht zu viele Gegebenheiten, zu viel Anhalten. Wir mussten jetzt bei Rot rüberfahren und jetzt hier einmal anhalten. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie das hieß. Aber... Ja, Sifa. Oh. Geschwindigkeit rausnehmen. Wir haben gleich die 100. Wir sollen gleich 120 fahren. Werden wir natürlich auch machen. Oh, 120, komm. Ach, schön. Find's aber cool, wenn die nicht klingelt, sondern wenn der Zug mir immer dann zuschreit. Sifa, Sifa. So, grün ist. Und dann habe ich bei diesen Einzelstrecken auf jeden Fall einen Haken. Da habe ich es erledigt. Die Szenarien habe ich ja alle erledigt. Glaube ich. Bei der Strecke hier. Dann passt das. So. Ah. Gut, beschleunigen tun wir jetzt erstmal nicht. 6,2 Kilometer, dann ist Ende im Gelände. Ja. Ich nehme das hier am Sonntag wieder auf, am 1. Die Kleine kriegt...
Naja, die Kleine kriegt gerade ihr Fläschchen. Hab mit mir zusammen schönes Mittagsschläfchen gemacht und jetzt dachte ich, machst du ganz schnell noch eine Folge, bevor es dann nochmal rausgeht. Gerade so ein bisschen bewölkt, so richtig schwül, so richtig ekelhaft. Es ist 28,6 Grad jetzt hier drin. Ja, die Frage ist jetzt der Sommer vorbei? Werden wir jetzt die ersten Ausläufer vom Herbst erleben? Jetzt haben wir schon September, ist das nicht krass? Das ist schon echt irgendwie übel, ne? Oh, was sagt man? 5 Kilometer noch. Wie gehe ich denn jetzt zurück? Wollte er jetzt irgendwie zurückgehen? Oh, gibt es ja irgendwo eine Geschwindigkeits... Nee, eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es nicht. Also ich habe auf jeden Fall jetzt Punkte gekriegt, dass ich nicht zu schnell unterwegs bin. Das wird dann... Der oberste Fahrdienstleiter wird sich das dann auf jeden Fall angucken. Oh. Also wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal irgendwie Güterzug fahren. Da habe ich jetzt irgendwie auch voll Bock drauf. Aber ihr könnt auch gerne nochmal reinschreiben, welche Strecken ich denn eventuell abfahren soll. Hier deutsche Strecken oder amerikanische Strecken. Einfach rein in die Kommentare. Und natürlich alles, was ich falsch gemacht habe. Werdet ihr auch machen. Bei Minute sowieso. Maximus, oh je. So, 110 kommt da vorne. Ja, wir sind jetzt schon bei 110. Ach, guck mal hier. Sag mal, habe ich Licht vorne an? Ja, Licht habe ich vorne an. Ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier aufstehe. Wo war denn das? Hinsetzen. Irgendwo war doch... Ah ja. So. Was ist denn los jetzt? Wieso bin ich jetzt so langsam? Ach so, weil jetzt kein Gefälle mehr ist. Bisschen geschlafen habe ich. Gut, ich denke mal, wir sind noch gut in der Zeit. 14:33 soll ich ankommen. Ah, hier ist schön, die Waggons da stehen. Oh, da brennt's. Ei, ei. Wollen wir mal runter machen. Oh. Das wäre es ja gewesen, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte. Ich werde nicht wissen, wie viele Lokführer hier mal ab und zu mal ihr Handy rausnehmen, ne? Aber ja, nicht spielen. Nein, macht ihr nicht. Hier Graffiti, ach, die Jugend von heute, ne? Wie damals, alles vollschmieren. Junge, 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 Junge. So, ich hoffe, dass wir jetzt auf 10 wieder runterkommen. Okay, 5 km/h Toleranz ist immer noch gut. Mal da ein bisschen schneller fahren. Macht nichts. Ja, stimmt. Jetzt ist ja wieder so. Wir fahren jetzt einen großen Bogen. Ob wir mal eine Nachtfahrt machen? Oder so in den Abend hinein? Ja, schauen wir mal. Oh, gleich geht's wieder ein bisschen schneller. Oh. Schön, oder? Ich habe gar kein rotes Licht hinten. Oh, 120. Denk mal, wir können so bleiben. Ab und zu mal so eine Vorbeifahrt, ne? Ist auch mal schön.
war jetzt nur so ein kleiner Anhänger, aber was willst du machen? So, wir nähern uns dem Ziel, den Hauptbahnhof Hagen. Und dann können wir da gemütlich uns hinstellen. Also ich versuche natürlich immer noch so noch ein paar Simulationsspiele noch so reinzuhauen. Aber das nächste Mal werden wir mal einen Güterzug machen, ne? Falls ich nicht weiß, ob ich das irgendwie schaffe, einen Livestream mal zu machen, ne? Deswegen mache ich da lieber noch ein Video. Weil ich glaube, das ist am Dienstag gekommen, ne? Wo ihr auch ein bisschen abstimmen konntet. Oh, warte mal. Oh, hier muss ich aber doll bremsen hier. Dass ihr ein bisschen mit abstimmen konntet, wie quasi, wo ihr mich denn abonniert habt, ne? Ich habe einfach mal Eurotruck Simulator und dann Simulationsspiele und. Weil ich denke, ein Großteil hat den Maximus abonniert, weil sie den Eurotruck Simulator gesehen haben, ne? Ich spiele das alles noch auf meinem alten Rechner, weil, wie gesagt, das wird noch 14 Tage dauern, denke ich mal. So, wir müssen jetzt langsam gucken, ja, die Geschwindigkeit muss verringert werden. Da war gerade ein gelbes Leuchten. Achtung. Bei dem Vorsignal. Ich sage jetzt einfach irgendwas. Ich hoffe, dass es jetzt so richtig war. So, warte mal. Wir müssen jetzt aber ein bisschen bremsen hier. Ja, Zugbremse. Oh, läuft. Ab und zu mal sie verdrücken. Kriegen wir jetzt auch langsam hin. Grünes Signal. Nicht so doll. Naja. Wird aber nicht deutlich langsamer, ne? Müssen wir doch noch ein bisschen Hand anlegen. Oh, sieht gut aus. War das jetzt der Kopf? Ach nee, war ein ganz normaler Bahnhof, ne? So, in 500 Metern anhalten. Willkommen in Hagen. Ihr könnt ja mal ein bisschen was zu der Lackierung, weil letztes Mal habt ihr das ja auch reingeschrieben. Sag ich da irgendwie IC2, ja, war irgendwie falsch. Ah. Kein Plan. Ich weiß, dass solche Lackierungen nicht mehr benutzt werden. Dass sie vielleicht nicht immer komplett korrekt sind, aber ein bisschen Abwechslung kann man ja mal machen, ne? Wir werden auf jeden Fall bald mal wieder in der richtigen roten. Oh, das rot, 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 rot. Lulum. Juhu. Ah ja, das war ja nun mal richtig gut, ne? Gucken wir mal. Vorsicht bei der Einfahrt. Vorsicht bei der Einfahrt, okay. Ah, sieht doch schön aus, oder? Muss ich jetzt auch weiterfahren, oder was mache ich jetzt? Ist das schon gar nicht mehr. So, war doch nur bis Hagen, ne? Warte mal, Hagen, Fahrgäste entlassen und dann da. Also, sieht doch eigentlich ganz gut aus, ne? Juhu. Hagen. Ich hätte jetzt reinmachen müssen, bitte nicht einsteigen oder was, ne? Richtungswender mache ich erstmal aus. Muss ich denn irgendwie die Bremse halten?
Das ist ja einfach mal so. Na ja, warten mal, bis unser Kamerad der Ostfront kommt hier. Dann können wir nämlich abgeben. So. So. Barrilen. Zielvorgabe erfüllt. Juhu. Ja, haben wir so viele Punkte gemacht? Bin schon Level 26. Ich weiß gar nicht, wie viele Level es überhaupt gibt bei Ursig Nord. Auf jeden Fall 10. Mit der Bahn werde ich auch schon des Öfteren gefahren, sieht man jetzt. Aber wenn ich, wie gesagt, zu lange Pause mache, dann bin ich dann auf jeden Fall immer raus, ja. So, alles klar. Dann würde ich sagen, zum freien Spiel zurückkehren. Ach so, jetzt könnte ich quasi hier rausgehen. Warte mal. Und hier auf dem Hauptbahnhof gucken, ob hier irgendwas ist, ne? Na komm, das gucken wir ganz kurz. Wir gucken mal ganz kurz. So viel Zeit. Ob hier irgendwas kaputt ist. Sehen wir da was? Nee, hier sehen wir nichts. Also wieder zurück. Gehen wir mal zum Hauptgebäude. Könnte man nämlich gucken, ob der Zaun irgendwo da kaputt ist. Den könnten wir reparieren. Das sind ja hier diese Mini-Aufgaben, die man erledigen kann. Ja, das funktioniert ja auch nicht. Da gibt es aber auch Mods, ne? Die das dann alles zum Einblenden machen. Oh, ganz kurz. Ja, ein Riegel. Ja, toll. Sehen ja auch nicht toll aus, wa? Da steht auch noch ein anderer Zug. Gehen wir doch einfach mal runter. Boah, hier riecht es nach Urin. Warte mal, hier gibt es doch mal so eine Schilder. Die könnten wir dann aktivieren. Da könnten wir hochgehen. Also was, denke ich mal, macht man... Ach, hier geht es gar nicht weiter. Ich kann gar nicht so weit hier in den Hafen hier langlatschen. Was ist denn das? Was war denn das? Ja, ich hab's schon mal gesehen. Mal, könnt ihr hier einsteigen und mitfahren? Hallo, meine Damen und Herren. Bitte Ihre Fahrscheine. Dass er wirklich noch mitfährt. Losfährt. Bitte achten Sie darauf, Ihre persönlichen Gegenstände nicht zurückzulassen. So. Hallo! Ach, falsche Seite. Jo, ja, alles klar. Machen wir hier zu hier. Wir gehen mal ganz vorne hin. Ich will mal gucken, ob es klappt. Ob man bei denen rein kann. Wo will der denn eigentlich hin jetzt hier? Ach, das ist Endstation Hagen hier. Ach süß, du könntest mir reinsetzen und losfahren. Warte mal. Ach, verdammt. Ich dachte, es geht. Gut, aber wir werden jetzt hier Feierabend machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mal wieder mit Maxim unterwegs zu sein. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Bye, bye.